So, und nach der Yubari, dem Tier 4 Kreuzer Premium, ist es nun soweit für einen Tier 7 Zerstörer, und zwar den Premium Sims der USA. Und ja, ich denke, 7 Zerstörer und Premium, das ist alles ganz, ganz, ganz schön. Da kann man nichts sagen. Und von dem her schauen wir nochmal ganz kurz, was immer ganz wichtig ist. Die Torpedoreichweite 5,5 Knoten, 5,5 Kilometer bei 65 Knoten. Immer essentiell zu wissen, wie weit kommt man. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im Spiel. Bis gleich. So, und da sind wir also im Spiel angekommen. Wir haben hier das Matchmaking und sind mit unserem Tier 7 sehr gut dabei, wie wir sehen. Und jetzt versuche ich mal gleich hier Richtung Mitte und Richtung B zu kommen. Kann da vielleicht dementsprechend direkt was aufmachen und mein Team ein bisschen supporten. Was auf jeden Fall ein Punkt ist, was man sagen muss, was ziemlich cool ist, die schnelle Geschwindigkeit der Drehung der Türme, das ist ein definitives Plus, was man sagen muss. So. Und auch die Geschwindigkeit, 38 Knoten, eine ordentliche Manövrierbarkeit, sind definitiv sehr, sehr nette Sachen. Nachladezeit der Torpedos ist recht lang, fast mit einer Minute. Wobei ihr, meine Stammzuschauer wissen es, ich und Torpedos, wir sind eh nicht die allerbesten Freunde. Gegner hat 2 Schiffe mehr als wir. Ja, mal schauen, wie wir das ausgleichen. Yogi schon offen. 6. Sinn habe ich natürlich noch nicht, oder ich weiß gar nicht, wie es offiziell hier im Spiel heißt. Wie gesagt, es war für mich jetzt nicht möglich, auf C zu kommen, weil dafür war ich blöd gespawnt. Deswegen hier Angriff auf B. So, jetzt haben wir hier einen Punkt. Bisschen was konnte ich schon hier aufmachen. So, und jetzt verstecken wir uns hier mal hinter der Insel. Na, den Punkt will ich definitiv haben. Danach haue ich dann auch sofort ab. Ja. Our team has taken the lead. Das ist mein Punkt. So. Müssen wir was auf dem Yogi hier feuern? Die hier auf mich feuert. Und sogar trifft Heidewitzka. Jetzt muss ich ja hier direkt meinen Rauch zünden, weil das ist natürlich jetzt hier. Sitze ich jetzt mitten auf dem Präsentierteller. Und trifft hier direkt nochmal der Hund. Wir lassen einfach mal ein paar. Schuss hier los. Natürlich Sims gegen Sims. Oh, da habe ich ihm aber mal gut Schaden machen können. Jetzt geht er auch hier in Rauch, ist natürlich klar. Oh, oh. Gott sei Dank war ich hier weit genug schon weg zu dem Zeitpunkt der Torpedos. Natürlich ist die Reichweite auch bekanntermaßen, hat man schon gesehen, nicht so weit. Aber ich verziehe mich jetzt erstmal ein bisschen. Jetzt nehmen sie natürlich wieder B ein, aber das ist es mir in dem Fall wirklich egal. Weil man muss jetzt hier nicht so einen harten Fight aushalten, weil ihr habt es gesehen, was da reingekommen ist an Schüssen.
team has taken the lead. Vielleicht jetzt hier mal eher Richtung A zu gehen, ist vielleicht eine Alternative. So, da hinten die Miyogi ist Gott sei Dank weit genug weg. Dementsprechend werden wir jetzt hier wahrscheinlich hier mal auf jeden Fall A einnehmen können. Ich schieße jetzt nicht auf den, weil ich will jetzt hier nicht aufgehen. Habe ich's, ist es schon zu spät? A wird Gott sei Dank eingenommen. Muss hier echt aufpassen. Rauch habe ich leider gerade keinen mehr. Deswegen hier einfach mal ein bisschen schießen und zickzack fahren. The enemy team has taken the lead. Da konnte ich ihm hier anzünden und gut Schaden machen. So, deswegen jetzt bin ich hier erstmal hinter der Insel. Das ist schon mal vorteilig. Und dahinter mir ist auch noch eine Kuma, die direkt getroffen hat, aber Gott sei Dank nur leichten Schaden. Mein Plan ist es jetzt hier vorne direkt hier abzubiegen und dementsprechend mich ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Im Zweifel habe ich jetzt auch wieder Rauch vorhanden. Das ist ganz wichtig. So, das hat er hier clever gemacht mit den Torpedos. Die haben mich abgefangen, aber... Aber jetzt, ich brauche nochmal Rauch. Ganz wichtig, sonst habe ich hier gleich ein Riesenproblem. Konnte ich Gott sei Dank so bremsen, dass ich da die Torpedos nicht abfangen musste. Aber es war sauknapp. Die schlagen Gott sei Dank ordentlich hinter mir ein. Also der müsste jetzt auch gleich wieder hier auftauchen. Beziehungsweise ohne Pensacola. Alter Schwede. Ich drehe hier jetzt mal auf jeden Fall ab. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu hart. Wie gesagt, Gott, einfach da auch die Manövrierfähigkeit auch mal des Zerstörers nutzen. Ganz wichtig. Ich werde jetzt mal wieder Richtung Mitte fahren. So, wo ist denn hier zumindest mal erst wahrscheinlich hier Ruhe zu haben? Pensacola, Gott sei Dank nicht auf meinem Kurs, die Murmansk auch nicht auf meinem Fleck. Also von dem her kann ich mich hier weiter mal Richtung Mitte orientieren. Ich werde hier auch nicht den kurzen Weg, sondern den doch etwas längeren nehmen. Beziehungsweise eben nicht die längeren. Was rede ich denn da? B wird schon wieder eingenommen. Das ist ganz wichtig, weil auch der aktuelle Spielstand nicht für uns steht. Und noch ist es ein bisschen zum Vorteil des Gegners.
ich könnte mir vorstellen, jetzt mal hier auf die Murmansk zu gehen, so ein bisschen im Hinterhalt, wobei, nee, das mache ich nicht, weil die Pensacola. Ach, egal, ich mache jetzt auf die Murmansk. Ein bisschen einen Push. Murmansk 4-5. Das sollte doch das möglich sein. Aber die Fahrt so rum, dass ich sie jetzt nicht bekomme, weil sie hinter dem nächsten Insel dann wäre. Deswegen werde ich jetzt doch abdrehen. Und werde mal darüber Richtung fahren, wo die ganzen Gegner sind. Wundert euch nicht, dieses Rubberbanding, war das irgendwie das Schiff teilweise so gefühlt ein bisschen stehen bleiben und wieder vorgezogen wird. Das ist aktuell bei mir zumindest so. Also ich habe da ein bisschen Probleme derzeit mit dem Server, beziehungsweise das Spiel mit dem Server. Oder ich glaube, er ist einfach deutlich angespannter, als das mal war. Oh, der ist natürlich ganz schön weit weg und dann auch noch die Geschwindigkeit, die er hat. Aber hier ist die Murmansk jetzt. Oh, die Murmansk ist weg. Dann schießt er auch auf mich. Und jetzt hier auch noch eine Cleveland. Deswegen werde ich jetzt mal wegdrehen. Natürlich trifft sie schon. Oh. Ein Turm direkt zerstört. Deswegen hier aufklären und die Heimreise antreten. Weil ein One-and-One will ich jetzt dann doch nicht mit der Cleveland haben. Sie verfolgt mich eh schon. Aber es steht noch aktuell für uns. Das heißt, von dem her alles gut. Ich muss jetzt nur hier vorne aufpassen. Wie gesagt, ich will jetzt da eben kein One-on-One mit dir haben. Aber sie scheint sich nicht auf mich zu fokussieren. Von dem her kann ich jetzt hier so mal wegdrehen, dass ich da vielleicht noch ein bisschen mehr mitwirken kann. Jetzt ist er nicht mehr auf mich vor. Oh, da vorne. Ah, sehr gut. Da konnte ich hier den Einzerstörer rausnehmen. Ah, nicht weit genug vorgehalten. Jetzt haben sie nur wieder den Punkt. Our victory is in sight. Und hier Cleveland fokussiert sich jetzt wieder auf mich. Von dem her werden wir auch jetzt wieder hier ein bisschen zickzack fahren müssen. Und hoffen, dass er einfach nicht so gut trifft, wie sie treffen kann. Ah, das war wohl ein Druckschluss. Deswegen jetzt hier, wie gesagt, ich muss hier so versuchen, ein bisschen wegzukommen. Gott sei Dank jetzt hier eine Miyogi neben mir. Konnte aber jetzt hier auch nochmal ganz gut scheinbar Schaden machen. Mir wird schon geschrieben, ich soll nicht so schießen, aber ich will schießen. Das ist schon ein Hintergrund des Ganzen. Wird auf jeden Fall eine enge Nummer, das Spiel. Sieht man ganz gut.
jetzt die Frage, nochmal auf B gehen oder auf C auszuweichen, aber C dürfte zu weit weg sein, deswegen probiere ich es einfach nochmal mit B. Auch wenn da schon wieder eine, in dem Fall Kongo ist. Aber irgendwas muss passieren, weil das Spiel wird einfach zu eng. Und ich kann jetzt, ich würde ihm gerne antworten, aber das tue ich jetzt mal nicht, weil ich will jetzt hier das noch nach Hause fahren. Mit nur einem Turm ist da natürlich nicht so viel. Aber den nehmen wir noch aus dem Leben raus. Na, jetzt glaube ich, bin ich... Also schöne Nachladegeschwindigkeit. Konzentriert sich Gott sei Dank gar nicht auf uns. Ist jetzt weg. Und jetzt hart beidrehen. Hier da vorne kommt schon die nächste Kongo. Und es könnte echt gut aussehen, als ob das hier zu unseren Gunsten ausgeht. Weil A wird zwar gerade geholt, dafür hole ich aber jetzt wiederum B. B ist unser. Our team has taken the lead. Wir haben vorher gesehen, die Reichweite ist nicht lang genug, der Torpedos. Aber vielleicht fahrt er ja auf doof einfach mal rein. Wow, wow, wow. So gut getroffen gleich direkt. The enemy team has taken the lead. Ah, da konnte doch ein Torpedo sitzen. Sehr wichtig, sehr schöner Hit. Und es könnte, es schaut echt gut aus gerade. Und C haben wir auch wieder geholt. 28 Tickets. Das schaut definitiv nach einem Sieg aus. Ich lasse ihm auf jeden Fall jetzt hier nicht den Punkt, einfach so. Ja, da ist es, der Sieg. Sehr gut, sehr schön. Und konnte mich hier im Team ins wirklich gute Mittelfeld schießen. 1160 XP kann man auf jeden Fall lassen. Und auch wenn der Schaden überschaubar ist, also ich, das kann man schon so festhalten, dass da mehr geht, hat man, glaube ich, A, was vom Schiff sehen können und ich habe doch sehr teamdienlich gespielt. Von dem her bin ich trotzdem sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, lasst mir doch ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald, euer Alcaramba.